Rudolf Silvan von der SPÖ, Chef der niederösterreichischen Bau- und Holzgewerkschaft, Volkswaldsprecher seiner Partei, ist nun dran. Herr Präsident, hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause. Wenn man sich die Forderungen des Volksbegehren für Impffreiheit durchliest und genau durchliest, dann haben die Initiatoren sehr viele Befürchtungen formuliert und zum Beispiel, dass grundlegende Bürgerrechte an Zwangsimpfungen gebunden werden könnten oder dass es in absehbarer Zeit soziale Pflicht werden könnte, sich einen Chip zu implantieren oder ständig eine Tracking-App mitzuführen. Und da stellt sich für mich die Frage, woher kommen diese Ängste, woher kommen diese Befürchtungen? Denn dieses Volksbegehren haben zumindest 259.000 Menschen unterschrieben. Das ist nicht so wenig. Und wenn man sich die Kommunikation der Bundesregierung in den letzten 15 Monaten ansieht und angehört hat, dann weiß man, wodurch diese Ängste und durch dieses Misstrauen entstanden ist. Nur ein paar Beispiele. Ich erinnere voriges Jahr an die Diskussion rund um die Corona-App. Die Bundesregierung gibt Milliarden in Zeiten der Pandemie an Steuergeldern aus und just bei der Entwicklung, bei der Erstellung der Corona-App bindet sie eine private Versicherung ein, nämlich die Unica, wo der Herr ehemalige Finanzminister Löger herstammt. Und da stellt sich für mich die Frage und auch für viele andere, welches Interesse hat eine private Aktiengesellschaft an einer Corona-App, an der Entwicklung einer Corona-App? Oder was der Präsident in der ZIP 2 voriges Jahr, Sobotka, in einem Interview gemeint hat, die Corona-App muss verpflichtend kommen. Das schafft kein Vertrauen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das war voriges Jahr, genau. Das war voriges Jahr. Und wenn der Kanzler Kurz, und das schafft nämlich auch kein Vertrauen, in einer allgemein bekannten Rede nach einer China-Reise vor Wirtschaftskammerfunktionären eine gewisse Sympathie für das chinesische Wirtschaftssystem und für die chinesische Staatsform erkennen lässt, interessant, dass ein westlicher Politiker mit einer kommunistischen Diktatur liebäugelt und gleichzeitig das österreichische Parlament nicht ernst nimmt. Aber darüber sollte sich die ÖVP einmal Gedanken machen. Österreich befindet sich in einer Wirtschaftskrise, einer sozialen Krise und einer Gesundheitskrise, mit der sich die Bundesregierung beschäftigen sollte. Und die Bundesregierung beschäftigt sich mit der Krise der ÖVP. Die österreichische Sozialdemokratie ist gegen einen Impfzwang bzw. gegen eine Impfpflicht. Wir sind für eine verantwortungsvolle und vertrauensvolle Aufklärung über Nutzen und Risiken der Impfungen, wobei die Nutzen wesentlich überhand nehmen als wir die Risiken. Und wir sind gegen eine Angstmache. Und wir müssen endlich einen niederschwelligen Zugang zu Impfungen ermöglichen, wie es auch in anderen EU-Staaten schon längst üblich ist. Dankeschön.